aber man plant halt so richtig seine nächtlichen Aktivitäten, plant man echt wie ein Bankraub. Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute mal einfach kein Live-Commentary, sondern ich habe mich einfach vor die Kamera gesetzt. Ihr seht, meine Hände sind frei. Ich habe mich einfach vor die Kamera gesetzt und habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach ganz spontan einfach so auf, weil ich so viele Themen einfach im Kopf habe, die mich einfach interessieren und es war echt schwer, wirklich ein Thema zu finden, worüber ich rede. Einfach, weil ich habe ganz, ganz viele Themen, die mich einfach interessieren, die ich euch mitteilen möchte. Ich habe ein Video aufgenommen, wo ich all diese Themen alle so behandelt habe. Und das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert. Und nein, ich habe nicht sehr viele Pausen gemacht. Das heißt, da war nicht viel zu schneiden. Man hätte höchstens so 5 Minuten rausschneiden können. Das heißt, das wäre 25 Minuten gewesen. Und ja, Leute, also es war echt schwer, wirklich ein Thema zu finden. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, ich setze mich vor die Kamera und nehme einfach spontan irgendein Thema. Und zwar nehme ich das Thema einfach Nachtesser. Kennt ihr das? Also ich bin ein totaler Nachtesser. Ich esse nachts super gerne irgendwelche Sachen. Es gibt ja viele Leute, die dann sagen, ja, das ist nicht gut, wenn du nachts isst, beziehungsweise abends noch was isst. Und wenn du Nachtesser bist, kennst du dieses Gefühl wirklich, deine Mutter sagt dir einfach, gute Nacht, schlaf schön und du weißt, nach dem Abendessen, das war nicht deine letzte Mahlzeit. Du weißt es einfach, weil du ein Nachtesser bist. Gerade wenn du Nachtesser bist, kennst du einfach diese Sachen, die ich dir jetzt hier erzähle. Und das ist wirklich so. Es ist nicht die letzte Mahlzeit. Und dann hört man auch wirklich so in seiner Familie auch manchmal so, wieso ist die Nutella alle oder wieso ist, was weiß ich, die Eiscreme alle oder so. Du bist natürlich ganz gechillt und bleibst ganz, ganz ruhig und lässt dir nichts anmerken. Aber du weißt, es war dein zweites Abendessen, dein drittes Abendessen und dein Frühstück. Das ist wirklich so. Also ich bin totaler Nachtesser. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Wenn man Nachtesser ist, hat man auch diese Superkraft, einfach die Mikrowelle eine Minute bevor sie piept, einfach auszuschalten oder aufzumachen. Je nachdem. Man hat die Superkraft, einfach sich hochzuschleichen. Wirklich sich hochzuschleichen, ohne dass irgendwas merkt. Dass irgendjemand was merkt. Und ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt als Nachtesser. Ich bin totaler Nachtesser, mein Schlafrhythmus ist im Arsch. Ist einfach im Arsch. Ich weiß nicht, ob man diese tiefen Augenringe wieder sieht. Also ich habe das schon mal in einem Video angesprochen, über die tiefen Augenringe einfach. Und ja, wie soll ich sagen, also ich bin totaler Nachtesser einfach. Und das ist so lustig immer. Man versucht ja so leise wie möglich zu sein und irgendwelche Sachen halt sich fertig zu machen. Meistens macht man sich aber nicht nur so ein Brot oder so, sondern man macht sich wirklich manchmal so ein richtiges Essen einfach. Und also ich persönlich finde das sau lustig einfach. Letztes Mal ist mir das passiert. Ich denke so, oh, lass mal irgendwie was zu essen machen. Ich habe dann diesen Sandwich-Maker gesucht. Also damit kann man auch Fleisch braten und damit kann man Waffeln machen, was ich. Das ist halt so ein Multiteil, ne? Und da habe ich den gesucht und hab den nicht gefunden. Da dachte ich, ach, du kannst ja die Fritteuse anmachen. Da habe ich einfach so ein Fleisch reingepackt in die Fritteuse. Hab runtergemacht und denk so, scheiße, nee, das wird voll laut. In dem Moment wurde das richtig laut. Ich habe das einfach nur schnell hochgezogen und hab gedacht, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Hoffentlich kriegt das keiner mit. Das ist einfach voll lustig. Weil manchmal ist es so, als Nachtesser, man plant ja wirklich seine Sachen wirklich wie ein Banküberfall. Man denkt ja wirklich, ja, dann und dann gehen die schlafen. Und dann sind die eher noch abgelenkt, weil die vielleicht noch rummachen und was weiß ich. Ist ja egal, aber man plant halt so richtig seine nächtlichen Aktivitäten. Plant man echt wie ein Bankraub. Wirklich genau die Zeit, genau was man macht und so weiter. Man überlegt sich das richtig genau. Manchmal ist es aber so, dass man einfach so übermüdet ist, dass die Dummheit einfach siegt. Das ist einfach wirklich so. Manchmal siegt einfach die Dummheit. Und genau wie ich euch das erzähle, einfach mit dieser Fritteuse. Und denkt so, scheiße, das ist so laut einfach. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber es ist wirklich so, manchmal siegt einfach die Dummheit. Und ich, wie gesagt, ich bin einfach totaler Nachtesser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Nachtesser seid, schreibt doch mal unten in die Kommentare. Es ist saulustig einfach. Gerade wenn du auch einen Freund einlädst oder einen Kumpel und der ist auch Nachtesser. Dann trefft ihr euch einfach so in der Küche nachts. Gerade wenn ihr in getrennten Räumen schlaft oder so, kommt ja zwischendurch mal vor. Dann trefft ihr euch einfach in der Küche nachts, das ist so sau lustig einfach.
gerade wenn man auch in der WG ist oder so, denn man trifft sich immer in der Küche, wenn man mehrere Nachtesser in der WG hat. Und sowas finde ich einfach saulustig. Meine Haare nerven mich schon wieder so richtig, weil da kann man einen Pfund Gel reinhauen und die werden immer noch nicht besser. Oder beziehungsweise Haarwachs. Das war nicht das Thema, was ich ansprechen wollte. Ja, wie gesagt, wenn ihr das kennt, so als Nachtesser, schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich habe mir einfach mal gedacht, ich mache ein lustiges Thema. Also einfach ein lustiges Thema hier, weil ich ja immer so ernste Themen genommen habe. Und ich habe mir gedacht, ach, nimmst du einfach mal ein lustiges Thema, wo die Leute auch mal wirklich mal nachdenken und wo auch viele das einfach nachvollziehen können. Ne? Einfach solche Sachen gucke ich mir zum Beispiel auf YouTube auch richtig gerne an, einfach solche Sachen, die man nachvollziehen kann. Es gibt ja zum Beispiel von Avive einfach dieser Moment, wenn. Wenn wer Avive nicht kennt, wirklich schaut da mal vorbei, der macht echt geile Videos. Und ja, also es ist saulustig einfach, weil man sich dann damit identifizieren kann einfach. Und ich denke mal, dass ich bestimmt ein, zwei Nachtesser hier einfach in der Community habe. Und ihr könnt mir ja eure Erfahrungen einfach mal unten reinschreiben. Ich habe schon saulustige Erfahrungen gemacht, auch so Sachen, wo ich dann richtig laut bin. Man will dann auch, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn ihr nachts, ihr müsst nur auf Toilette oder was auch immer, ihr seid aber nachts auf jeden Fall unterwegs. Ihr seid so richtig leise. Und dann, wenn ihr so richtig leise einfach seid, das ist einfach so, so lustig, dann stoßt ihr euch immer am gleichen Regal oder so. Und ihr stoßt euch dann und er so, boom, so richtig laut und ihr hofft nur, dass es keiner gehört hat. Ihr hofft nur einfach, dass es keiner gehört hat. Und den Schmerz unterdrückt ihr einfach so. Scheiße. Das ist so, so lustig einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das wird bestimmt, also das wird auf jeden Fall fast jeder von euch kennen, dass man einfach nachts auf die Toilette will und dann einfach über irgendwas stolpert oder einfach sich irgendwo wehtut und man hofft nur, dass man will richtig leise sein und ist dann auf einmal voll laut und man hofft nur, dass das keiner gehört hat oder dass sie einfach ganz schnell wieder eingeschlafen sind, wenn sie irgendwann aufgewacht ist. Das ist einfach so lustig. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr auch so nachtaktiv seid. Wenn ihr genauso nachtaktiv seid wie ich, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Meistens ist das ja so, man kommt dann auch zur Arbeit und ist voll müde einfach und man weiß, man hat die ganze Nacht einfach durchgemacht. Ich wünsche mir ja einen Job einfach, wo ich nachts einfach arbeiten muss, weil ich sowieso ein nachtaktiver Mensch bin und von daher, das wäre einfach genau das Richtige. Vielleicht bin ich dann ein Tagesser. Ein typischer Tagesser, wenn ich jetzt zum Beispiel nachts arbeite. Naja, schreibt mal eure Erfahrungen einfach unten in die Kommentare. Mich würde das mal sau interessieren, was ihr so für Erfahrungen schon gemacht habt. Einfach, das ist... Oh, meine Haare nerven einfach. Die gehen... Du weißt, die sehen einfach so scheiße aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die stehen einfach hier so richtig ab. Die stehen einfach die ganze Zeit ab. Es nervt mich einfach. Und die Haare werden einfach nicht... Die sind einfach nicht richtig. Sowas ist auch total nervig einfach. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und auch dieses Thema einfach gefallen hat und ihr mehr solche lustigen Sachen einfach haben wollt, gebt doch mal einen Daumen nach oben, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, schreibt es auch mal unten in die Kommentare, was ich so verbessern kann, was ihr für Themen habt, beziehungsweise was ihr für Formate haben wollt. Und ja, in diesem Laber-Video, das ist einfach so lustig, wenn ich über irgendwelche aktuellen Themen reden kann. Und wenn euch das gefällt, dann werde ich öfter mal über solche lustigen Themen einfach reden, wo man das auch wirklich nachvollziehen kann, so manche Sachen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, ich habe einfach saugute Laune. Und ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video so ein bisschen den Tag versüßt. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Video. Haut